Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Folge 13 für Praise Sigmod. Es geht los. Ja, hier sind wir stehen geblieben, haben ein Gitterchen aufgemacht und sind vorher aus dieser Röhre gekommen, die wirklich bärig gefährlich ist. Und dann werden wir mal weiter gucken, wo es weitergeht. Das ist dann hier. Oh, weia. Ist er schon hin? Oh. Oh, oh. Ah, da hinten ist einer. Oh. Los, denk ihn an. Oh. Alter, sind das hier irgendwelche komischen... Mist. Langsam kommen. Jetzt bleibe ich hier irgendwie hängen. Hab ich das Gefühl. Shit, doch. Hier, das geht gar nicht. Ich bin schon wieder reingelaufen. Warte mal, ich habe hier diese Superwaffe. Oh. So. Kaputt. Ach, das ist mein Schutzschirm. Okay, verstehe. Wenn ich Enter drücke, dann gibt es eine Art Schutzschirm. Den macht er hier auch irgendwie. Ich glaube, das bringt mit seiner Waffe wohl nichts. Das ist ja übelst. Ja. Dann schauen wir mal. So. Ja, das könnte klappen. Oh, haut ab. So, haut ab. Nicht zu fassen. Ach, da ist er wieder. Das bringt alles nichts. Guck, da habe ich ja von denen ja noch welche. Hier habe ich. Weg. Ach Mann, vielleicht ist es auch nur Zeitvergeudung, ich weiß es nicht. Jetzt und noch ein. Da wieder ab. Shit. Okay. Bin ich jetzt hier durch oder was? Anscheinend. Ah, mal ein bisschen speichern. Okay, das ist wieder wegzuspringen. Oh, Leute. Wo war der? Weg. Er ist weg. Sehr gut. Wieso muss ich ihn jetzt hier wieder rüber? Nee, muss ich wohl nicht. Ah, super. Aha. Ein bisschen Hammerzeug.
Gucken wir mal eben. Ah, ich nehme mal das. Das macht richtig schön Laune. Und zum nächsten Kapitel, der Komplex. Ja. Moment, was steht da? Steht wieder was? Achtung, Gravitationslift offline. Oh, schön. Die ist auch viel zu wirksam, die Waffe, dass sie mich selber noch so ein bisschen anmatscht. Okay. So, hier muss ich wieder meine Kralle hinhalten. Aha. Okay. Da kann ich ja nur... wieder her, so ein Alarmzeichen. Links oben. Los, lade ich auf. Was war das jetzt, bitte sehr? Ach, ich hätte Shelter. Gib mir Shelter. Aber nur nicht hier. Keine Roten mehr da. Moment. Okay, der ist direkt. Ah. Oben ist noch einer. Muss mal gucken, ob wir irgendwie ein bisschen Deckung kriegen. Was? Shit. Meistern die ganze Zeit das Zeug hier rum. Super. Bei dieser Entfernung. Ja, gut. Ja, da ist er noch. Und? Immer noch nicht, meine Herren. Was ist das? Wo bin ich jetzt? Ach, das war wieder so ein Laserding. Wo gab es denn dieses Laserteil? Mann. So, muss ich hier runter? So wie das aussieht? Ja, ne? Okay. Nee, da fall ich in die Tiefe oder wieder was. Ich soll hier das Warnsystem aktivieren. Du bist ja ein Vogel, du. Okay, hier sind wir her. Da müssen wir doch da runter. Diese Rohre balancieren. Oh. Okay, dann probieren wir das aus. Zack. Alles klar. Ducken. Und gucken. Okay, hier rüber. Aufpassen. Das ist hier nichts. Aha. Besser hier. Hallo. Blitze haben. Oh, 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 das sieht gefährlich aus. Jetzt mal gucken. So viel an Waffen, Munition liegt, dann weiß ich, dass es irgendwann mal hier abgeht. Hm.
nix. Wollen wir ein bisschen Radio hören, liebe Leute. Wieder einen weiteren Hinweis von Art Bell. Jeder Folge oder fast jeder Folge. Bitte schön. Good evening from the high desert. This is Art Bell. Well, it's been one hell of a night, folks, and still no official word. Tonight's guest is a psychic researcher from Normal State University in Normal, Texas, and she's going to discuss her own theory of what's going on. But for the first hour, we're going to open up the phone lines for your calls. If you have something on your mind, or if you've seen something strange that you want to share, give us a call. With that, let's open the lines. Caller, you're on the air with Art Bell. Hey, Art. Who's this? Oh, it's Taina from Finland. Finland. Ah, what a beautiful part of the world, to be sure. Welcome, Taina. What's on your mind? Well, I'm a bit of a psychic, and I have this dream. Okay, Taina, have you had any dreams lately? Oh, yes. I keep having this vivid dream where I see a man and some sort of bird, and they're searching for something. What do you think it means, Taina? Well, it's strange because it's so vivid. There inside is something like a spaceship. It's alive. And it's trying to kill them. You said there was a bird. What kind of bird? Yeah, it's a hawk or a falcon. I think a hawk. Anyway, it's so real. There was a particular caller you had on earlier that got me thinking about it. Which one? The one who called himself the Keeper? You mean that prank call? Yes. Oh, I mean, no. I don't think it was a prank because in my dream, I saw this Keeper. How did you know he was the Keeper from the call? Because he called himself the Keeper and he had the same voice. So what did the Keeper look like? Well, he's not a man. He's not a man, so then what is he? Well, I think he was an alien. I saw him very clearly. What did he look like? Describe him. He had this enormous brain and strange legs, and he sort of floated around. Hang on, tonight. I have to take a break. We'll be back at the bottom of the hour with more open lines, and then our special guest, psychic researcher Greta Caldwell of Normal State University in Normal, Texas. Jawohl. Da wurde geträumt. Ah, hier haben wir noch mal. Shit! Ja, ja. Hilfe. Wieder so ein Bösschen. Also so ein Endbösschen. Ja, dann gucken wir mal, wo wir denn da hinkommen. Wir sind ja gut gefüllt. Der Endboss, der braucht ein bisschen Power. Und, schauen wir mal. Da hinten ist wieder was. Okay, der ist hin. Da ist auch einer, der schmeißt wieder was. Gucken wir noch mal. Ah, shit. Die Dinger sind ja richtig gut hier. Wow, wow, wow. Okay. Gucken, wo ist der denn hingekommen? Okay, nichts. Was passiert, wenn ich mich denn hier drauf stelle? Passiert auch nichts. Ja. Das heißt also, wir gehen den Wallwalk hoch, der hier ist. Und da werde ich mal nicht so eine strenge Waffe nehmen. Ja, das hätte ich nicht machen sollen, oder doch? Augen deaktiviert, sehr schön. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Noch mehr Waffen. Mhm. Ja, Baby, habe ich gemacht. So, gucken wir mal. I'm
Schwierig. Oh Mann. Wunderbar. Okay. Jetzt mal kurz zurückgehen. Habe ich hier noch was liegen lassen? Yep. Sicher. Was? Wo bist du? Was war das? Da oben. Mann, da oben. Immer nach oben gucken. Ganz, ganz wichtig. Robbie Deadwalker. Ja, und dann mit dieser Energie, die ich jetzt habe, komme ich ja nicht weit. Aha. Sieht wieder interessant aus hier. So, gucken. Prepare to die, Warrior. Okay, was ist das? Für was ist das gut? Ah, wahrscheinlich für ihn hier. So. Aha. Was zum Geier ist das? Hier muss ich durch. Nee, da war ich zu schnell. Leute! Hilfe, was baut sich hier auf? Genial! Ist das Rubik's Cube? Ist das ein Borg-Kubus? Nein! Das ist was anderes. Das Ding hat sich jetzt geöffnet. Das heißt, hier unten müsste dann auch etwas sein. Wow, jetzt bin ich hier drin. Okay, now what? Ja, das frage ich mich jetzt aber allerdings auch. Gucken wir uns das mal genau an. Da sind Gitter. Wie ich das sehe, müssen wir hier diese Gitter auffüllen. Erstmal probieren, was passiert. Das ist ein Rätsel. Ein schönes Rätsel. Mal gucken. Hier ist etwas. Hier leuchtet es. Kann das sein, dass wir das durch die Gravitation jawohl, durch die Gravitation müssen wir sozusagen dieses leuchtende Würfelstück entlang dieser Bahn führen. Das heißt, ja, so wird daraus ein Schuh. Sehr gut, dann müssen wir in die Richtung. Exakt, dann müssen wir hier. Ich
Ups. Ein bisschen durchgeschleudert. Wo ist jetzt das Ding? Hä? Habe ich alles voll? Nee, habe ich nicht. Okay, also. So, das ist der Endpunkt. Weiter. Hier runter sieht so aus. Inzwischen. War das? Ja, ich komme sogar hier rein. Sehr gut. Scheiß Teil hier. Ja, wunderbar. Wieder hier. Okay. Nee, nicht schon wieder. Hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Kann ich eventuell wieder hier rum? Muss ja irgendwie gehen. Ah ja. Die Munition, nee, haben wir schon genug. Jetzt bin ich wieder hier. Muss ich jetzt wieder dadurch oder wie? Ah. Alles klar. Okay. Aufpassen, dass ich mich nicht selbst abballere. Ah. Leider an. Na, da hast du doch keine Chance. Die Gravitation geht nach oben. Ah, da ist ja noch so eine Box. Aufpassen, dass die nicht noch aufgeht. Und ja nicht. Ah, shit. Lustes. Falscher Alarm oder was? Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Hier geht's da runter. Hier geht's hier hin. Hier kommen wir nicht weiter. Hier geht's in die Tiefe, also in die Richtung. Okay. Wobei ich mich jetzt frage, sind wir hier nicht schon gewesen? Wir sind hier schon gewesen. Keine neuen Enemies. Tja, sehr, sehr komisch. Das heißt, werde ich dann nochmal hier runterkriechen? Ja, da war ja dieser Typ da.
Oh, hier war ja. Oh! Moment mal. Das sieht mir ganz nach einer Energiespule aus. Ja. Schöne Energiespule. Der Volvo geht da runter. Tut mir das weh oder wie? Tja. Wie es hier weitergeht. Ah, da ist ein Portal. Wie es hier weitergeht, das werdet ihr in der neuen Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuschauen und bleibt am Ball. Schöne Grüße gehen nach draußen an die fleißigen Zuseher. Gebt mir einen Daumen und ein Abo und bis zum nächsten Mal. Euer David.